Stimmt, wer ist denn jetzt dann heute dran? Wir sind ja nur zu viert. Zu viert ist echt witzig. Warte mal, lass mich raten. Ich bin wieder der Erste. Das ist jetzt schon kein. Ach ja, ich hab mein Menü leckt übrigens immer in Most Wanted, ne? Ich weiß nicht wieso. Most Wanted, oh. Nicht Most Wanted. Du bist Hot Pursuit 2! Ja, Stevie natürlich als erstes, klar. Fährt ja eh kaum einer mit heute. Der F1 war das nur, ne? Achso, und ich sollte die Aufnahme mal anschmeißen. Diesmal mal mit OBS. Stimmt, danach Tomate, das ist so. Nein, die Bremse triggert immer noch, sehe ich gerade. Okay, an dem Anti-Rutschmatte liegt immer noch nicht. Entweder es ist so ein Zählrad, wo quasi sich dreht mit der Achse, aber es glaube ich bestimmt ein Boot. Ja, wobei ich aber immer noch denke, warum ist die Hardware? Warum ich immer noch denke, dass die Hardware, wenn ich den Fuß unter die Bremse hochdrücke, ist der Trigger raus. So, hat schon Mädchen schon gewählt, habe ich jetzt gar nicht. Ja, habe ich. Verstehst du, was ich meine? Okay, das könnte entweder Zufall sein, wo die Frage, ob es immer so ist, oder dass irgendwo ein Wackelkontakt drin, den du irgendwie verhinderst, wenn du irgendwas drückst. Nein, also ich drücke von unten hoch das Bremspedal einfach so, weißt du? Ach so, quasi über die Loslassstellung nach oben hinaus. Ja. Und da ist dann der Trigger raus. Dann kann ich. Also deswegen, ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich Hardware oder Software-technisch ist. Ich denke schon, dass das Hardware sein soll. Ich meine, bei dem Rumdrücken drückst du auch nicht an der Software rum. Ey, das wird schon Hardware sein. Ja, wie gesagt, keine Ahnung, wann Jonas seins mir zukommen lässt. Ich schulde ihm zwar dann ein bisschen was, aber darum geht's nicht. Alter, ich muss mich erstmal dran gewöhnen, dass ich. Wie jetzt fahr ich denn hier rum? Ich muss mich dran gewöhnen, dass ich die PlayStation-Version spiele. Ja, das sieht man aber. Ich weiß. Aber ich habe jetzt die letzten Tage ein bisschen die PlayStation-Version mir zu getan, so weißt du? Kann man die auch online spielen? Nein. PlayStation 2 konnte keine online. Ja, dann bringt das Ganze irgendwie nichts. Ich hab aber selbst wenn, ich glaube, es wäre ein bisschen scheiße, das hier mit Emulator da und das taugt nicht. Ja, wir können es mal versuchen. Ich habe übrigens ernsthaft überlegt, aber solange ich dieses Emulator-Problem habe, was dann scannt. Nein, sah es ja gut aus, aber. Da scheint ja zu gehen. Ja, aber du hast bei mir gesehen, dieses kleine Problem plötzlich mit dieser komischen Kamera-Effekt-Sache da. Und ich habe überlegt, das eigentlich mal vielleicht zu streamen. Die PlayStation-Version. Boah, was ist das denn? Boah! Ja, mit dem Auto springt man das halt. Obwohl, jetzt springe ich beim zweiten ab. Ich glaub's nicht, ey. Hab ich noch nie gehabt. Weil ich hab beim ersten Sprung richtig hohen Sprung gemacht. Ich wollte wieder ein bisschen schräg an ihn fahren müssen, dann wär's wahrscheinlich nicht passiert. Wann fahren wir eigentlich die totale Scheiße? Ach, später erst im Glück. Im fünften Gang kommt bei dem nicht mehr viel. Nein, die Wände. Ich trau mich kaum, die Bremse derzeit zu drücken, ne? Das ist der Wahnsinn. Oha, der geht voll raus hier, okay? Nein, ich kann einfach Rafa auf Gas zu geben. Oh, aber der dafür nicht mehr, weil ich den davor Vollgas genommen habe, den der nicht mehr Vollgas. Gott, Gott, jetzt bist du weg. Okay, der ist jetzt noch nicht warm. Aber jetzt weiß ich auch, warum Jonat mich diese Woche nicht gefragt hat, hast du Bock zu üben, wenn er arbeitstechnisch nicht kann. Alter, what the fuck mache ich denn jetzt wieder? Weil die letzten zwei Male habe ich ja mit ihm. Nein, Fahrzeug, nein! Ich kann hier fast mit crashen, wir teilen das wundert mich. Ja, ich bin gecrashed und du wahrscheinlich nicht. Also, das ist so schlimm. Und ich mache ja andauernd. Woran merkt man, dass meine Bremse langsam. Totale Scheiße. Muss ein bisschen mehr warten. Merkt man, dass meine Bremse langsam zum Kotzen ist? Ich wollte gerade Gas geben und ich habe gesehen, es triggert und was war? Mein Auto wollte kein Gas geben. Hä? Aber es sind doch zwei getrennte Achsen. Bitte? Noch zwei getrennte Achsen, oder nicht? Ja, aber wenn du die Bremse drückst und wenn die Bremse die ganze Zeit triggert und du gibst dann Gas, wie ist es dann mit Losfahren? Mach Losfahren, okay, ja. Bremse und Gas verträgt sich nicht zusammen. Man muss sich schon für eines entscheiden. Ja, würde ich ja gerne, weißt du doch. Ja, um Kirsche das Problem zu erklären. Ich bin langsam echt immer überlegen, ob ich auf Controller switche, wenn das nicht aufhört. Oder Keyboard. Wow, war das langsam. Nothing. Nee,
Ich fahre keine Rennspiele. Oh, nee, jetzt ist mir Kirsch weggefahren, scheiße. Sorry, Kirsch, aber ich fahre keine Rennspiele mit Tastatur. Und nach jedem Rennen tut mir die Hand so weh, dass ja, ich das stimmt. Ich drück da auch immer viel zu doll die Tasten, weil ich so verkrampft bin. Erst recht, ja. Weil die Rennspiele gerne auf die Pfeiltasten reagieren, wenn du es nicht umstellst. Und dann verkrampfst du dich mit dieser Hand so sehr. Ich kann keine Rennspiele mit Tastatur. Sprach Dennis, Need for Speed 4 Zeiten, wo ich mit Tastatur fahren musste. Das war der Rage des Todes. Ne? Ja, wie, ja. Alter, Bremse! 6 Sekunden auf Kirsche, das Alter, Bremse, jetzt hör auf! Sogar noch weniger sein können, fast. So, jetzt kommt der Cheat Engine Trick. Und alles stürzt ab. Lupf umgestellt. So, und und los geht's. Der erste Martin, wenn ich das richtig gesehen habe. Jetzt, ne? hab ich vor Schreck gar nicht geguckt, welches Auto wir fahren. Müsste der erste Martin sein, also ich. Scheiße, jetzt, Stevie, du hattest noch nicht. Ja, doch, hattest du. Ja, okay. Es ist der erste Martin, ja. Ja. Ich nehm den Mann. Totale Scheiße, fahren wir übrigens erst die vorletzte Strecke. Ja, haben doch ein bisschen schon. Guck mal, wie schnell man die Strecke wechseln kann, wenn man die Sheet ändern hat. Das ist wenn schon jetzt noch phänomenal. Wenn du jetzt noch einstellen könntest, dass jeder halt gleich das richtige Auto hätte. Obwohl, ja, na gut, da kann man die Farbe nicht mehr sehen. Das ist und die Reihenfolge nicht. Die Startreihenfolge ist dann ja auch, ja. Wieso habe ich eigentlich den Mercedes angepasst, wenn wir den heute gar nicht fahren? Ja, für nächste Fälle. Skin-technisch jetzt so. Ja, für nächste Fälle. Dann hätte ich ja von zur Mitte schon fast den HSV bekommen sollen, aber da muss noch was angepasst werden, weil ich weiß, ne? Ja, ich muss doch das Dice-Logo, das. Das hab ich ganz vergessen. Das Diggins-Logo oder das Kanix-Logo muss doch drauf. Oh Mann, ich fahr heute scheiße eigentlich. Das liegt daran, dass wir heute totale Scheiße fahren müssen. Das ja, nur einmal. Ja, aber ich weiß gar nicht, welche Farbe das genau ist, dass du auf der totalen Scheiße hängst. Ich hab eine neue Farbe hinzugefügt. Ja, ich kann auch nicht und mir die Farben merken, welche dann als du nichts war. Schwierig. Ich hoffe, du kannst so fly sein und mir sagen, welches war. Es war als. Also, ich hab da was kopiert. Also, es also, war das, was am braunsten war. Es war als Gold deklariert in den. Also, in der Idee, aus der ich das geholt hab, war es als Gold deklariert. Ich find zwar nicht, dass das sehr Gold aussieht, aber. In der Indie hieß es ja auch, der niederländische Porsche wäre blau. Was? Ja. Da hieß es wirklich, der ist blau. Also. Ich sollte mein Face vom Wheeler weglassen. Dann muss ich nicht jedes Mal auf die Bremse drücken, damit es nicht triggert. Langsam. Den Wheeler, den habe ich garantiert jetzt nicht gestartet. Ich wollte den eigentlich auslassen wegen dieses Problems. Den Neustart habe ich jetzt garantiert nicht an. Aber okay, jetzt seid ihr mir beide komplett weg. Welches Problem? Macht der das rückeln oder was? Nein, aber weil man da auch sieht wegen der Bremse. Achso, du meinst, wenn du das Chaos nicht siehst, dann fühlst du dich zumindest moralisch besser. Ja. Ich weiß, ich habe das Problem, aber jedes Mal, wenn ich sehe, es triggert. Auf die Bremse automatisch zu drücken, ist da auch scheiße, oder nicht? Ja, das darf dann natürlich immer so ähnlich nicht ändern kann. Ist recht, weil ich sowieso wieder mal komplett hinten bin. Ich hab dann so einen schwarzen Fleck hier auf dem Rücken gestartet. Da könnte ich mir so richtig vorstellen. Glaube ich mal mit OBS. Und ich bin mir manchmal nicht sicher, ob meine Probleme in den Spielen langsam nicht sogar von diesem Bremsproblem kommen. Es müsste doch bei den anderen Spielen so ähnlich sein dann. Ja gut, HP2 ist mein schwächstes Spiel mal, ne? Naja, aber das triggern das ja bei jedem Spiel. Ja. Wobei, beim Nice bin ich mir nicht sicher, wie das da triggert wegen den kombinierten Pedalen. Wegen den was? Ach so, stimmt. Ja, dann, stimmt. Ja, jedes Mal, wenn das dann da dann geht's nur ein bisschen vom Gas. Dann gehst du vom Gas, ja. Ja, aber ich denke mal, rutscht halt nicht von. Aber das sollte da wohl doch, denke ich mal, nicht so krass sein, wie als bei Need for Speed 4 und HP2, wo die kombinierten nicht sind, oder? Eigentlich müsste es bei Need for Speed 4 am auffälligsten sein, weil du dann eben sofort ausbrichst und lenkst dann eben.
Da lenkst du ja quasi mit der Bremse. Aber ich sehe zum Beispiel gerade, dass es wieder kurz getriggert hat. Deswegen. Ja, nice wär's es vor allem, dann merkt man halt, wenn du eine Gerade hast, weil dann, wenn du dann natürlich jedes Mal reinsteckern, dann nimmst du halt den jetzt mal Gas raus. Also bei mir fällt es bei, ich fahre ja dieses ECS 2 und ATS, wie du ja weißt. Und da fällt es mir auf, weil der Tempomat plötzlich rausfällt. Ja. Weil drückst du Bremse, ist Tempomat weg, ist ja klar. Wenig Leute heute, echt. Ja, die Frage ist langsam mal, was ist mit Deep Star und Nord? Die habe ich schon seit ewig nicht mehr. Ja, das ist richtig. Ich glaube aber, Leruti hat keine Lust auf HP2. Aber ist das eigentlich ein ziemlich geiles Spiel, aber... Ja, mag das Spiel nicht so. Ja, aber genauso wie halt, aber trotzdem aber auch Deep Star und Nord. Okay, Nord hat dieses technische Problem, aber auch Deep Star hält sich gerade komplett in den Hintergrund. Ne? Habe ich in einem Stream, in einem Video von Ravage mitbekommen, dass der HP2 nicht so gerne mag. Hat er eigentlich wieder alle seine Videos öffentlich gemacht, oder? Ja, sind wieder da. Was auch immer das für eine kurze Phase war. Oder? Ach, wegen dem Instant Steering und hast du nicht gesehen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass der wieder, kommt, so hart es klingt. Aber das klang ja erst dann nur. Alter, Bremse, hör auf, ich sehe das. Das Schlimme ist, ich bin ja noch nicht mal mit dem Fuß auf der Bremse und sie triggert. So wabbelig, so weißt du, die ganze Zeit so der Balken am Wackeln. Hier, Bremsassistent. Ich meine, wenn du müsstest mal mein Video, diese Videos sehen, wo das andere auftritt. Jetzt weißt du was. Ja, ich wollte das vom letzten Renntag eigentlich angucken, aber noch nicht. Ja, aber ja doch, da kannst du es auch schon sehen. Ja genau, da hat es ja gesagt, ich konnte es nicht glauben, deswegen wollte ich es mir da angucken, aber ja, noch nicht dazu gekommen, hier vom letzten. Aber vielleicht kannst du es aber auch in diesem sehen, hier passiert es ja auch. Mich nervt das auch so ganz langsam, weißt du? Mann, Cash ist ja überall. Ich meine, es ist hart, es ist langsam auch ein Verschleiß. Aber warum genau die Bremse? Warum genau das, was am schlimmsten ist? Warum nicht, keine Ahnung, irgendein fucking Knopf oder so, weißt du? Nein, ein Knopf ist ja meistens digital, also da hast du die Möglichkeit gar nicht. Der geht oder geht nicht. Wie meine Schaltwirkung, die geht nicht. Ich meine, ich habe zwar auch einen Knopf, der zum großen Teil nur kann ich den Druckpoint werfen. Ich bewege ihn leicht und dann passiert da was. Mir ist es auch nicht schwer, aber trotzdem. Ah, in der Güte. Aber das ist halt noch verkraftbar, weißt du? Kann man nicht. Nur wenn es die Pedale sind, ist es noch nicht zum Kotzen. Einfach nicht möglich. Du hast gerade gewonnen. Ja, mit Glück, weil du Unfall gebaut hast. Mich nervt es, dass ich euch nicht das mehr sehe. Weil das vorige Rennen war nämlich mal richtig kurz, auch bei mir. Mann! Es ist die, wie ich sehe, die beide auch nicht mehr. Ich halte jetzt die Bremse. Die sind im Ziel und ich bin hier noch irgendwo am Arsch der Welt. Wie sind denn da? Fahr nicht da lang. Was hast du für eine Rundenzeit? 10.06. Ja, bist du 7/10 schneller. Ja, also, es kann und hat das Problem. Ich halte die Bremse gerade hoch. Und es triggert mich. Ja, das ist komisch. Obwohl, nee, das könnte so sein. Ja, wieso komisch? Denn das ist einfach nur wackelig, das Ding. Also ausgeleiert. Weil kaum halte ich die Bremse hochgedrückt, was ein bisschen langsam mir am Fuß auch wehtut. Die Mechanik ausgeleiert. Deswegen hoffe ich langsam, dass mir Jonas das Ziel kommt. Also seine alten. In sein altes Lenkrad zu kommen, dass wo ich seine Pedale nutzen kann. Ja, ist ausgeheilt bei dir. Das nervt so langsam und ich weiß nicht, ob ich damit auch so ein bisschen langsam immer mehr nach hinten rutsche, weißt du? Weil ich krieg damit natürlich auch Leistungsprobleme. Aber deine sind auch aus Plastik, ne? Deine Pedalen? Ja, Driving Force GT ist komplett auf Plastik. Ja, ich hab hier Alu-Pedalen, die
Ja, entschuldige, dass ich nicht so ein Kröses bin wie du. Ich sag ja nur, ne? Die sollten keine Carbon-Pedale? Nee, Driving Force GT, nee. Mann! Genau 7 Zehntel halt, ne? Ja. Wo holst du da noch 7 Zehntel? Ah, also ich hab ihn schon, ich wünsche mir langsam, dass die Post so von ihm bald kommt. Natürlich habe ich den wieder nicht angemacht. Achso, er wird einfach gar nicht dargestellt. Na, Gott sei Dank hat er nicht einen schwarzen Fleck oder so hingeklatscht, der OBS. Nö, er nimmt nur das Fenster und malt es dahin und wenn es nicht da ist, dann malt halt gar nichts. Okay, Gott sei Dank. Aber ich mache ihn jetzt weiß mal. Ich weiß gar nicht, ob es sich lohnt, wenn man die Bremsen in ganz minimalen Tücken drückt. Nur minimal, ob es dann noch passiert, weiß ich gar nicht. Ja, das könnte auch helfen. Also quasi, wenn es. Also, da ist ja ein Poti dran und das Poti hat dann offenbar an irgendeiner Stelle von diesem. So. Der stand so ein Kratzer, sodass er da eben ja, bei gar keinen Widerstand ein Kratzer hat. Oder da ist irgendein Korn zwischen oder irgendein Staub. Genau, drin genau. So. Irgendwie, dass es halt eben nicht mehr den Widerstand hat, den es da haben sollte. Und ein bisschen woanders hin könnte das Problem schon lösen, wenn dieser Schaden nur an der einen Stelle ist. Na gut, die 1.10 war aber besser als beim Üben. Immerhin halt, das. Aber du schaffst halt eben nicht, die Bremse da die ganze Zeit stabil bei ganz bisschen gebremst zu halten. Ne? Dann trittst du halt in die Bremse aus Versehen und macht's auch nicht besser. Mich nervt's auch langsam, weil ich habe das eine Zeit lang nur ab und zu gehabt und jetzt trifft es langsam komplett rein, durchgehend, weißt du? Da kann ich halt auch langsam nichts mehr gegen machen. Ja, hoff mal auf die Hange. Weil ich habe eine Zeit lang Phasen gehabt, da war das nur ab und zu. Und jetzt habe ich das schon den dritten Tag in Folge. Wie lange hast du das Problem jetzt generell? Fast ein Jahr. So, mal gucken. Müsste fast ein Jahr sein, oder? Oh, 7 Runden. Jo. Das Problem. Wow. Bin rückwärts gefahren. Schlecht. Ja. Was? Mit der Bremse starten. Weil ich die Bremse aber auch Ticken gedrückt habe. Ist anstatt vorwärts rückwärts gefahren. Ja, deswegen. Das kannst du nicht von Hand, so von Fuß meine ich. Also was ist meine? Ich hab's versucht. Wenn er müsste eine riesen Deadzone einstellen, dass du dann mit Fuß immer halb gedrückt hast, gar keine Möglichkeit oder sowas. Nein, meine Fresse, Need for Speed 4 hat, glaube ich, eine Deadzone, aber HP2, glaube ich, nicht. Auch. Auch. Ich bin die Abkürzung nicht gefahren. Scheiße. HP2 kannst du auf Todeszone einstellen, doch. Ja, aber ich bin mir manchmal nicht sicher. Ich habe die Todeszone im Eurotech Simulator 2 schon fast auf der Hälfte. Der Kirsch, die stört mich hier. Sollte ich deswegen mal so. Lass dich einfach zurückfallen, dann bin ich aus dem Blickfeld raus. Nee, lass du dich doch mal zurückfallen. Was hältst du davon? Lass mich nach vorne zurückfallen. Nach vorne zurück. Jetzt. Ja. Jetzt hat man auch so komisch aufgesetzt, das ist auch gerade passiert dadurch. Wo hat der dieses Beef her? Die ich nicht besitze, dank meiner Pedale. Auto, bleib da stehen. Was willst du parken? Soll stehen bleiben? Nee, ich meine, bleib auf der Strecke. Das Stehenbleiben ist nicht gut. Aber eins muss ich bei der PlayStation 2 Version ja sagen, ne? Du fährst auf der PlayStation 2 Version manche Abkürzungen anders. Ja, das habe ich ja im Video auch gesehen. Gerade hier diese. Diese Baumstelle. Oder auch diese eine Stelle vor dem Tunnel. Oder die bei dieser diesem Tankbereich auch von dieser Map hier. Die bin ich auf der PlayStation so ganz anders angefahren. Ja, du konntest doch irgendwie bei Start ziehen neben der Brücke im Wasser lang, um dann in die Abkürzung reinzukommen oder sowas. Ja, gut, das geht hier auf der Stelle, ja, aber du hast hier das natürlich auch neben so. Oh, bist du da so rangekommen? Hast du den fünften benutzt? Neben dem Tunnel. Du hast den die ganze Zeit. Neben der Brücke, das Wasser hast du da ja auch. Hätte ich ja nicht gedacht, okay. Ja, jetzt habe ich vielleicht was verraten, hätte ich nicht machen sollen. Aber mir ist ja, ich hätte an der Stelle den vierten, dachte mir, ja, kurz und begrenzter, was soll's. Weil aber Alter, was baue ich hier für eine Scheiße? Weil mir ist aufgefallen, dass die Drehmoment. Alter, Bremse! Lass mich Gas geben! Gleich schlechter wird und ab 220 zieht der schlechter, als wenn ich in den fünften schalte. Alter, ich habe gerade den.
ist mir so aufgefallen. Damit habe ich keinen Bock mehr auf diese Pedale. Ich will Gas geben und er schwankt zwischen ersten und Rückwärtsgang gerade. Okay. Ja, das ist suboptimal. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe sowas von keinen Bock mehr. Was sollen die Scheiße gerade? Ich will Gas geben, eins rückwärts, eins rückwärts, eins rückwärts, eins rückwärts. Alter, was, das ist ja eine komplette, komplettes Eingreifen in mein Fahrverhalten. Lass dich doch mal überholen, Kersche. Ah, ungern. Geh weg, geh weg. Das habe ich doch mal die schöne Landschaft von diesem Wald hier. Das habe ich vorher noch nie gehabt. Das ist so ja, krass. Ja, das ist doch. So krass rein, Trigger Kirsche. Das nächste Mal ist es immer schlimmer geworden bei mir. Mann, wenn Wald das jetzt noch weiter rein triggert, möchte ich gleich Alter 4. Und jetzt bist du ja besser durchgekommen, wie es aussieht. Naja, durch die Kurve, aber davor bist du auch wieder näher gekommen, bevor ich im 5. war. Aber nicht so krass wie vorhin zumindest. Der Sprung war scheiße, da möchte ich auch weiter wegkommen. Ja, jetzt gehen wir uns einmal komplett. Ich hab keinen Bock mehr, wegen Games. Boah, es war echt komisch vorhin. Ich hab mir eine OBS konnte HP2 nicht hooken, da habe ich mir gedacht, vielleicht ist es ein Afterburn, das lag tatsächlich ein Afterburn, aber der schon reingehookt hat, also habe ich Afterburn Overlay ausgemacht, dann konnte ich HP2 mit Spielaufnahme hooken und ich habe einen Anfall gebaut. Als wäre das jetzt mein dauerhaftes Problem, dass ich dieses Hooking-Problem habe. Und dann wollte ich aber trotzdem eine FPS-Anzeige haben. Hab die von Nvidia angemacht. Weil ich hab ja derzeit einen Riva-Tuner-Bug. Und das lief auch. Und nach ein paar Tabs hat dann das Hauptmenü geruckelt, die Sau. Und das konnte ich nur mit dem Rechner neu starten. Und den FPS-Zähler von Nvidia wieder aus. Dennis, also deswegen warst du eben kurz draußen. Dennis, ja, weil ich FPS-Probleme hatte. Du hast doch die letzten 1, 2, 3 Hot-Cursor-2-Videos haben wir gesehen. Mensch, warum bin ich denn jetzt gegen das Schild gefahren? Das geht mir so auf den Sack jetzt gerade schon klar. Mit ihm zu reden ist gerade eine Kunst für sich. Ich habe gerade andere Sorgen, aber ja. Ich weiß nicht, ob dir das in dem Video aufgefallen ist, wenn ich das Fahrzeug auswähle. Wo kriegt mein... Och Mann! Warum mache ich denn die ganze Zeit Dreher? Ich habe keinen Bock mehr. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, immer wenn ich das Fahrzeug auswähle, zu ruckelt das Spiel bei mir. Na, da hatte ich das nicht, aber ich hatte das im Hauptmenü schon. In Game war die Fahrzeugwahl war in Ordnung. Aber im Hauptmenü, da war totale Katastrophe. Ach, ich glaube, jetzt habe ich kapiert, wie man diese komische Kurve da Vollgas nehmen kann. Welche mit dem, denn? Mit dem man da Vollgas nehmen kann. Ja, diese ganz große da. Die ganz große Kurve am See, dieser. Die am See da, genau. Ach, komm, oh ne. Und was war die Erkenntnis jetzt? Wobei. Dass ich scheiße fahre. Also ich bin so ein bisschen außen gefahren, so auf dem Gras dann noch und dann hat es irgendwie geklappt. Ja, ja, genau, zum Ausholen von der Straße runter. Ich habe ja derzeit ein kleines Riva-Tuner-Problem, du weißt ja das, ne? Mein Riva-Tuner funktioniert. Das hat das eine Windows-Update ausgelöst, habe ich jetzt auch. Hast du diese Meldung jetzt auch? Ja, entweder Grafikschreiber-Update oder Windows-Update, beides hat sich geupdatet. Bei mir war es das Windows-Update. Ja, ich kann dir selbst sagen, Grafikkarte ist es nicht gewesen. Ja, dann war es das Windows-Update. Aber scheint ja trotzdem zu funktionieren. Ich hab nur ein bisschen Glück, dass man die Meldung mal wegklicken muss, aber es funktioniert ja trotzdem. Dann, ich hoffe mal, ich bin gespannt, wann das nächste Kumulative kommt. Es gibt schon lange keine Updates mehr für Windows 7. Wir sind bei 10, du Blöde. Ach so. Glaubst du auf das Stevie's? Und das aktuelle kumulative Update von Windows 10 bringt einen Riva-Tuner-Fehler, der hängt mit beim Afterburner mit dran. Oh Mann, das ist so frustrierend. Irgend so ein Hook-Up-Problem, weißt du? Ich hatte so ein schönes Rennen mit Kirsche und wieder ein blödes eine Schild, dass wir da alles kaputt gemacht haben. Das Krasse ist ja, als ich das kumulative Update gemacht habe, kam der Fehler. Ich habe den PC viermal neu gestartet. Der Fehler war immer noch da, weil das war ja schon öfter. Dennis kann das ja bezeugen. Du machst ein Update und kann es ja mal sein, dass der Riva-Tuner kurz diesen Fehler ausspielt. Und da dachte ich so, okay,
Dann habe ich mich dazu genötigt, Windows 10 20H2 zu installieren. Ja, das geht bei mir überhaupt nicht. Also auf dem Notebook. Was ich noch lange nicht wollte, so weißt du. Aber der Fehler war immer noch da. Ja, dieses 20H2 versucht es irgendwie jede Woche mal und sagt dann, nö, geht nicht, probier's später nochmal. Alter, ich. Wieso fress ich mich hier an den Wänden fest? Sag erstmal bei 04. Ich wollte nicht auf H2 wechseln. Aber ich dachte, ich krieg damit den Bug raus, weißt du? Oh, ich glaube, ich sehe einen Stevie. Ja, siehst du auch, weil ich. Weil manchmal bremse ich, wie du weißt. Ich habe aber auch keinen Bock mehr gerade so langsam. Es sollte mich nicht überraschen, wenn du mich auch noch überholst. Also, du musst es nicht. Mir vergeht nämlich gerade wegen meines Pedalproblems die Lust. Ja, dann jetzt jeden Tag ein Mail an Jonah, der soll es zu DHL bringen. Der hat irgendwann nächste Woche erst irgendwann die Zeit dazu. Es ist wie bei Dennis. Ich sehe Stevie und Flieger. Ja. Das ist wirklich so, gerade bei Nice ist das so. Okay, die ist, glaube ich, die Kurve nicht. Ich habe ihn schon gestern oder vorgestern reingeschrieben. Ich hoffe, er checkt zweitens. Vor allem bei Nice ist das so. Ich muss die immer zweimal überwunden. Oh, ich habe doch das Problem mal zum Mädelzimmer gehabt. Ich will den überholen und immer, wenn ich an ihm dran war, Unfall. Kann das rote Auto nicht Kirsches sein? Ja, ist es ja. Wie? Ja, ich bin gerade abgeflogen. Nicht, was ich auf dem Bus hätte oder nicht, weiß ich nicht mehr, aber zumindest ziemlich abgeflogen. Ja gut, das bringt mir jetzt eine siebte Runde raus. Alter, Stevie! Du, also, falls du gerade nicht absichtlich gebremst hast, dann waren deine Bremslichter gerade lustig am Leuchten in der Kurve. Hab ich die flackern wieder, voll. Hab ich wieder angeblich gebremst? Die Bremslichter waren ab und zu, ich habe zumindest dreimal flackern gesehen. Nee, dann siehst, also du, insgesamt. Dann siehst du ja, wie das reinzugert. Hm. Ne? Ja, das sieht man ja dann wieder ja schon, leider. Ah, was ist das jetzt hier? Ja, aber was soll ich denn machen, Dennis? Auf Jonas hoffen, dass du die Pedalen kriegst. Mehr kannst du auch nicht machen, was willst du machen? Weil mir vergeht so langsam die Lust. Ohne Todeszone einstellen, aber wie hoch musst du da mittlerweile schon stellen, ne? Ja, 100%. Wenn ich in ECS und ATS bin ich schon bei über, bin ich bestimmt schon fast bei über einem Drittel. Wenn ich sogar fast schon die Hälfte bin, zum Beispiel. Ach Gott, ist das schlecht. Nee, es gibt nicht viele Varianten. Du kannst entweder Bremse auf den Knopf legen oder ganze Tastatur spielen. Oder anderes Lenkrad. Nee. Also ich weiß nicht, wann Jonas die Zeit halt hat. Ich will ihn aber auch nicht hetzen oder so. Nee, bloß nicht, sei froh, dass du es umsonst kriegst. Nein, umsonst ist es nicht. Das hätte mich aber auch gewundert. 25. Ach so. Okay, das ist. Dies ist die letzte. Aber er weiß. Das Recht weiß ich bei mir, das Geldliche gerade etwas... Ja, ja, deswegen hätte es ja sein können, aber... Nee, wusste ich jetzt nicht. Ich habe jetzt zwischen März, April ein Geld-Switch leider. Will ich jetzt für eine Runde Zeit, will ich jetzt aber auch im privaten... So scheiße oder was? Nee, schneller. Dennis, will ich jetzt aber auch in der Aufnahme nicht sagen, darum geht's nicht. Wenigstens eine von aber diesen, ich habe ihm gesagt, es kann sein, dass es entweder in einem Monat schon schaffe oder ich ihm das splitten muss. Weil ich schulde die, glaube ich, auch immer noch, wenn ich mich nicht irre. Das ist nicht gerade wenig. Ich finde das so gut. Alle Spiele jetzt mit Cheat Engine die Einstellung ändern. Ja gut, du musst jetzt auch skripten. Man kann ja offensichtlich rausfinden, wann das Spiel beendet wurde. Also wenn alle im Ziel sind, kann Isaac ja auch. Dann musst du automatisch das Cheat Engine an die nächste in der Stadt gelegt, also einstellen. Macht er, glaube ich. Nö, er muss raustappen und von Hand anklicken. Das könnte man halt ich noch mehr Ich bin froh, dass er uns nur dazu nötigt, das bei Nice zu machen. Ja, bei Nice geht's ja nicht anders, weil die Klienten das sonst nicht haben. Bei Need for Speed ist es ja so, dass der Server an die Einstellung an den Klienten ja übergeben. Aber das macht Nice ja leider nicht. Ja gut, das sind ja bei Nice ja auch Autoeinstellungen, so wie man hier ja auch selber auswählen kann, aber manuell oder Automatik oder mit Farben fährt. Ja gut, bei Nice hast du ja die Möglichkeit wiederum von wegen Getriebe, ja, Autoeinstellungen, genau. Dämpfer und Reifen. Musst du hier, also die Autoeinstellungen auch manuell. Aber die anderen Sachen, Wetterbedingungen und so weiter, die überträgt er ja auch nicht, oder Fahrtrichtung. Aber das liegt daran, weil Arcade das ja normalerweise auch gar nicht hat. Das stimmt, die richtigen überträgt er ja auch. Ja gut, wir suchen, wir greifen aber auch Sachen auf die Arcade zu. Das ist halt, das geht halt nicht, das ist halt klar. Ja, ja, deswegen halt. Weil
die Arcade das normalerweise nicht hat, überträgt Nice Soft als auch nicht an die Klienten, deswegen müssen sie eben halt auch die Klienten haben. Das ist halt das Ding. Oh, was ist das? Aua! Ich hab gerade schöne Doom-Musik hier. Ich hab jetzt Jonat einen Seufz geschickt. Ich schäme mich ja dafür, dass ich das mache. Oh ja, die war echt aber nicht schlecht. Vielleicht versteht er mich da auch ein bisschen, weißt du? So. Hier ist ja. So. Wie gesagt, schau dir dieses Rentagsvideo anders an. Dienstag kommt's. Und sei es, siehst du, was Phase ist. So, dann muss ich wieder kurz gucken, ob mein Profiler geht. Ja, tut er. Du und dein Profiler-Problem, ne? Ja, ich naja, das ist manchmal das Standardprofil in-game ist, wenn ich wieder reingehe ins Spiel. Dann habe ich manchmal das Standardprofil statt das HP2-Exe-Profil, wo ich weniger Force Feedback, bei HP2 gar kein Force Feedback. Und und die Keybindings natürlich, ne? Trotzdem schäme ich mich da. Ja, durch das Alt-Tappen, weil das ist ja, weil die Sachen sind ja an dem HP2-Exe-Prozess gebunden und wenn Alt-Tapp drückt, dann stellt sich das, weil man das Fenster ja nicht mehr fokussiert. Und ja, manchmal checkt das nicht, dass ich wieder im Spiel drin bin. War etwas stupid, aber ist halt leider. Wir haben heute nur zweimal Sprintrennen, ne? Dreimal was? Ja, das kann hinkommen. Am Start, das erste Rennen und das letzte Rennen. Sprintrennen, ja. Ja. Der größte. War das eben artig oder war das richtig? Was? Ist du gebremst das? Ich hab bis jetzt die Bremse nicht gedrückt. Okay, also zweimal habe ich die Sprintrennen. Was rutscht für hier? Muss ich da noch was sagen zu Mete? Wie konnte er da rutschen? What the fuck? Oder hast du es langsam verstanden? Doch, Problem? Doch. Ich hab's schon. Dadurch kehrst du wieder bei alle Berge. Ob es gewollt ist oder nicht, das ist die Sache. Ich habe bis jetzt die Bremse nicht betätigt. Okay. An dem Fall habe ich mit der Cheat Engine ganz kurz Call-On gemacht und nicht zur Seite geschoben. Aber trotzdem, also ich weiß nicht, ob das in den letzten Videos aufgefallen ist, aber ich traue mich kaum noch die Bremse zu drücken sogar. Ja, das Drücken ist ja egal, ne? Das ist nicht alleine drückt das Problem. Aber deswegen vergeht mir auch so langsam die Lust. Ich meine, dass HP2 mein schlechtestes Spiel ist. No comment, so, weißt du? Ja, der falsche Gang und Dreck. Ich dachte, ihr kommt auf mehr Speed schon, aber nö. Wie gesagt, Kirsche, viel Spaß, wenn du das hier anschaust, dann siehst du das, was ich meine. Oh, was hab ich getan? Falls du es dir anschaust. Ja, oder ich guck mir das von letzter Woche an. Wollte ich eigentlich auch machen, aber ja. Wobei diese Woche, seit dieser Woche ist es fast jetzt täglich. Oh, was da passiert, Kirsche? Ach, ich weiß auch nicht. Brain out. Die höchste Hochtonhupe, die ein Ferrari haben kann. Ich glaube nicht, dass das der Realität entspricht. Genau, das wollte ich auch gerade sagen, dass die bestimmt irgendwas anderes genommen haben. Nein! Okay, jetzt wollte ich Windschatten. Du brauchst keinen Windschatten. Gibt's doch nicht in HP2. Gibt es eigentlich irgendein Need for Speed Teil, wo es sowas gibt? Ich glaube bei Underground. Underground 2 wollte da, glaube ich, doch das Nitro mit aufhölzen, ne? Nee, ja. Ich glaube auch das erste schon. Das erste habe ich dann nicht mehr gespielt, aber ich glaube, du hast recht. Aber bei dem Spiel bringt einem das ja fast gar nichts, oder? Ich wurde übrigens weniger als bei DICE, das ist schon klar. Ich wurde übrigens gestern so in einem Discord gefragt. Du bist doch nicht fast Speed-Fan, oder? Underground ist viel zu schnell für Windschatten. Nein, aber ich wurde so gefragt, du bist ein Need for Speed-Fan, oder? Ich so, Alter, ich bin in einem Rennclan, wir spielen Need for Speed 4 und HP2. Er so, okay. Weiß ich Bescheid. Weil ich hab mir gestern oder vorgestern Need for Speed 2015 gekauft. Ja, schon. Mir fehlt jetzt noch Heat und Hot Pursuit Remastered. Aber derzeit kannst du Need for Speed auf Origin. Was war das denn für ein Winkel? Auf Origin und Steam wohl. Aber noch nicht gereicht. Bis zum 25. Februar oder so. Ja, es hat schon gereicht, weil guck mal, man kriegt die neuen Need for Speed Teile bei Steam.
Irgendwann hat doch EA wieder die Möglichkeit zugelassen, dass man, dass die Sachen auf Steam sind. Ja, aber da du sowieso Origin dann starten musst, bringt mir das ein Scheiß. Aber bis zum 25. sind die Spiele runtergesetzt. Ich meine, wie gesagt, Need for Speed. Ja, sind bei Origin auch. Ja, Need for Speed 2015 habe ich um 60% günstiger bekommen. Ja, ich habe das 2010er ja gekauft für 18 Euro. Was passiert? Ja. Wo 2020 die Remastered-Version zu kann. Ja, habe ich gekauft für 18 Euro. Laut Leruti sind die Online-Server für die 2010er-Version ja aus. Weil die Remastered-Version draußen ist. Ja, ich hab ja die Remastered jetzt. Ja, die ist 2020 gekommen. Oh Mann, ey. Wo ich dank dir, dank Leruti weiß, dass du darüber meckerst, weil es keinen Lenkrad-Support hat. Kein was? Ja, aber ich muss mich da erstmal von selber von überzeugen, weil eigentlich. Ja, aber das würde mich nicht wundern, wenn das so ist, weil. Ja, aber das wird auch Game Pass aus. 2015, weil, Payback und Heat haben das erst mit irgendeinem Update bekommen. Aber also irgendwann hatte ich mal so ein Review zu. Aber demnach kann das ja nur Xbox-Controller unterstützen, weil wenn das keinen direkten Input hat, dann. Ja, schießt das ja auch Controller aus. Ich habe gesehen, dass das irgendwie angeblich nur Tastatur kann. Nein, das ist gelogen. Okay. Aber Heats letztes Update war ja damals der Lenkrad-Support. Das war das eigentlich letzte Update, muss es nur direkt Input Support und dann was Heats bekam damals. Wenn das kein Lenkrad kann, dann muss ich ja nur Xbox-Controller. Leruti will ja unbedingt, dass ich mir Hot Pursuit Remastered hole, aber ich kein Geld mehr. Ja, das wird ein bisschen schwierig für dich, ja. Ja, ist recht, weil zwischen März und April sich leider bei mir war was entweder im Positiven oder im Negativen endet. Ich glaube eher im Negativen, weil ich noch nicht genau so weiß, wie das denn aussieht. Oh, Verkehrs läuft's aber auch nicht ideal. Was? Mal Auto, please! Was soll ja, das? Ja, genau. Ich brauche definitiv mehr Hilfe, mehr von sowas. Ich sag mal so, Dennis, Mann, ich musste einen Antrag. Hat man einmal meine Chance gegen ihn und dann. Dennis? Oh Gott! Ich musste einen Antrag zur Stadt stellen. Reicht das als Antwort, was eventuell sich bei mir ändert? Ich gehe vom einen Institut zu einem anderen. Okay. Und ich weiß leider nicht, ob ich dadurch mehr oder weniger habe. Wir hoffen einfach mal auf mehr. Ich weiß es nicht. Ich kann euch das ja später nach der Aufnahme erzählen, was ich meine. Ach, diese Stelle hasse ich, das Kirsch immer so schnell in dieser Ecke hier. Da komme ich irgendwie nicht aus dem Plot, ich weiß auch nicht. Das Nervige ist, ich habe es ja vorher irgendwie ein bisschen geübt, probiert und ich weiß genau, an welchen Stellen ich es wie machen will. Ich mache es nur die ganze Zeit irgendwie nicht. Wie ist das ja, gut, bei das Dennis? Bei der Dennis, Dennis zwei, übt. Oh, der Dennis weiß genau, wie er fahren muss und dann kommt der Renntag. Ich war nicht schräg genug. Und dann läuft alles schief. Die letzte Runde. Läuft wieder viel zu viel schief hier. Das ist unglaublich, echt. Alter, ich bremse hier überhaupt gar nicht übrigens gerade. Das nach. Rennen hätte ich nicht verlieren dürfen. Das ist. Doch, hast es nicht verloren. Doch. Wenn du, es sei denn, du machst noch einen Fehler. Genau. Aber du hast es verloren oder weil du Fehler gemacht hast. Das ist bei dir meistens vergebene Hoffnung, also. Dein Wort in wem auch immer sein Ohr. Ja, in Dämons Namen, wolltest du sagen. In Dämons Namen. Ja, das passt ja jetzt nicht, ne? Also. Dann bleibt ja nur das über. What the heck? Was war das denn für ein Sprung? Ich wäre ja fast umgekippt. Ich habe gerade einen Stevie auf der Brücke gesehen. Du meinst bei dem Sprung da, wo ich fast umgekippt wäre? Wollte runterspringen, oder was? Ja, natürlich, das sowieso. So schlimm ist das nun auch nicht mit dem Lenkrad, also. Das Lenkrad ist es ja nicht, nur die Pedale. Da brauchst du nicht direkt jetzt von der Brücke springen. Also. Da findet man schon eine Lösung, also das. Ich hab keinen Bock mehr. Knapp. Weißt du, Dennis, ich hab keinen Bock mehr. Ich schmeiß mich von der Brücke oder so. Genau, weil das Lenkrad die Bremse auslöst. Weißt du, die Pedale von der Brücke? Ja, die sowieso. Glaub mir. Also,
Wenn die Pedale von Jonas funktionieren, ne, du glaubst gar nicht, was ich mit den alten mache. Ich glaube, ich hau da mit dem Hammer drauf. Nee, versuch's zu reparieren, vielleicht klappt's ja. Ich hätte das. Ich hab da noch keine Ahnung von. Oh, kann mir mal einer mal so ein Scharfschützengewehr geben? Was soll ich denn machen, Kirsch? Ich hab weil das da sind so Heißluftballons, ich würde gerne mal draufschießen und wissen, was passiert. Ich hab doch keine Ahnung, wie ich das. Ja, macht ja nichts. Ja, stell dir mal vor, das sind doch Segelschiffe und diese Heißluftballons. Das kann doch sein, dass wenn ich den Heißluftballon mit dem Scharfschützgewehr abschieße, dass die Insassen dann auf ein Boot fallen und fangen ja. Nein! Warum? Ich fress mich an der Wand fest und dreh mich um 180? Warum? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was du da getan hast. Wir werden es in dem Video sehen. Jo. Ich habe auf jeden Fall viel zu viel Scheiße. Dennis gebaut. Auf jeden Fall. Der gibt immer. Ich find's immer cool. Dennis, wenn er sich ein Video von mir anschaut, ich krieg eine komplette Analyse entweder in den Kommentaren oder in Discord. Wie hast du diese verfickte 1,57 geschafft? Ich hab zwei Zeiten geschaut. Da wird mir schon wieder schlecht, wenn ich darauf gucke. Das war, ja genau, das war die letzte Runde. Die letzte Runde war die einzige Runde, wo ich, wie schreibe ich jetzt die Stelle? Beim Üben war ich 1,58,06, also das war, also die war sowieso schlechter gefahren. Aber die vorigen, die waren besser als beim Üben. Außer natürlich die erste Strecke, die war komplette Katastrophe. Okay, nächstes Rennen. Die nächste fand immer noch nicht die totale Scheiße. Nee, es kommen noch zwei dazwischen, glaube ich. Ja. Wir haben jetzt noch den nochmal den Aston, dann den Opel und dann den Ford. Irgendwie ist der Aston ja auch nicht so geeignet für. So. Ach ja, ist der gleich Strick, ich wundere mich schon, wieso wechselt der nicht die Stelle? Ich glaube, dass ich jetzt mit meiner Schicke los hier. Ja, aber wobei wir haben. Stimmt! Das einzige, was sich ändert, ist die Rundenzahl. Auto und Rundenzahl, ja. So. Haben schon alle? Ob ich das in der. Also, das Video, die ich habe. Ob ich das in der Timeline-Funktion hinkriege, das zu verstehen? Naja, im Auto kann man es ja. Ja, aber weil ich ja immer. Kann ich den Ferrari zurückmachen? Meine Videos schaust, ich hau ja eine Timeline rein, dass du immer wirklich siehst, wann das nächste Rennen halt kommt. Ja. Das mache ich ja immer nach dem Ladescreen eigentlich, weißt du? Ich fand den Ferrari besser als dieses Auto. Ach so, wenn es keinen Ladescreen gibt, ja, okay. Ja, da muss ich dann genauer gucken. Wobei, safe ist, wenn ich am Dienstag das Video online bringe, hat es bestimmt nur 1080p, weil YouTube ewig braucht, meine Videos zu verarbeiten. Ja, bei HP2 sowieso. Ja, aber ich habe jetzt ein Video von Montag und Mittwoch in Planung, ne? Und auch bei denen hängt immer noch HD-Version mit verarbeitet. Ja, und die sind beide nur knappe 20 Minuten, 6 GB. Oh Mann, ich krieg das mit dem Jumpen heute hier nicht hin. Also da frage ich mich, was hat YouTube bitte in der HD-Verarbeitung verhunzt? Gar nichts. Einfach eine Rechnerleistung. 6 GB! Ich habe das gestern oder so hochgeladen und es hängt immer noch in der Verarbeitung, in der HD-Verarbeitung. Ja, gut, da müssen die Leute da was hochladen. Weil meine Videos endkultieren auch 2 bis 3 Tage. Ja, schön. Das Hot Pursuit 2 Video von der PlayStation hat über 1,5 Tage gebraucht. Und die Meldung ist im Videomanager immer noch, aber doch schon 1440p. Das Complex Doom 99 habe ich auch 2 Tage für gebraucht. Ja, aber das war mal viel schneller. Ja, Corona, Leute mehr zu Hause. Ja, genau, da werden mehr Videos gemacht, glaube ich nämlich auch. Ja, natürlich. Das merkt sich super auch. Weißt du, wer schneller in der Warteschlange kommt? Nein, ich will da jetzt nichts. Vorurteil bringen. Also, irgendwer, der 1 Million Follower mehr hat? Ja, die Großen. Macht ja auch Sinn, ne? Aber es ist eigentlich schon heftig, dass die noch mehr gepusht werden und was das weiß ich nicht alles. Ja, sinnvoll. Ich will da jetzt aber auch keinen mega Hate oder Vorurteil oder bringen. Aber wer sagt nicht, dass es vielleicht sein kann, weil halt YouTube da Potenzial wegen Geld und so. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Also, ja. Es ist ja logisch. Die machen das nicht nach alphabetischer Namensreihenfolge. Das nicht! Weil dann wäre ich. Aber auch dann wäre Stevie relativ spät dran. Ja, wobei, aber dann wäre Dennis schneller dran dann als ich. Dann wäre sehr, sehr schnell dran. Dennis hängt mit D an, nicht mit M. Ich
ich möchte aber noch mal betonen, dass das ein Klasse 2 Auto ist. Nein, das ist kein Klasse 2 Auto. Das fühlt sich eher wie ein 3 oder 4. Klasse HSV. Ja, komm, das ist jetzt aber gemein. Nee, okay, so schlecht ist es nicht, nee. Sag mal, das aber kann nichts. War das nur am HSV? War das auch am HSV dran? Oh Gott, da kommt auch nicht mal um diese Kurve hier rum. HSV dran. Genau, der ist echt scheiße. Warte, das kann nichts. Hast du es auch am HSV getan? Das, ja, ich hab ja noch das Logo nicht, aber ich hab's auf jeden Fall das, vor. Das heißt, der HSV kriegt zwei Skins? Na, der Eddie ist ja schon drauf. Ja, klar. Ja, also ich gebe ein bei den HSV-Skin für den HSV, logisch, und halt dann noch den Kanix-Skin. Pack das doch zusammen, ja eben. Mal überleg mal, die halt Videos kriegen, dann sieht man halt beides, weißt du? Ja, das zusammenpacken macht Sinn. Also zwei verschiedene Farben für das gleiche Auto. Ja. Eine Farbe hat den HSV-Skin, eine Farbe hat den Kanix-Skin. Genau. Ja, erst recht halt für die halt Videos kriegen, dann sieht man das auch direkt. Oh. Meine Güte. Deswegen habe ich auch die totale Scheiße dran gepackt heute. Damit man das halt auch sieht. Ja, gut, aber das funktioniert halt nur, wenn es jeder hat, ne? Ja, du musst uns doch die Farben sagen. Nö, musst du sagen, welche Farben wir auswählen müssen. Ja. Ja, bei totale Scheiße musst du braun wählen. Ja, der wird nicht, der hat irgendwie was... Alter, wieso drehe ich mich eigentlich bei jedem Fahrzeug heute? Ja, es also war das, was bei den Autos, die halt im Spiel sind, am ehesten braun war. Das war halt auch irgendwas vom Aston Martin. Das wird da als Gold deklariert, aber eigentlich ist es, sieht's eher braun aus. Okay. What the fuck? Obwohl, Ford müsste ja eigentlich schwarz sein. Ich habe... Zum Model T hat der Ford, also der Typ, der so hieß, mal gesagt, den Model T gibt's in allen Farben, solange sie schwarz ist. Ich habe im Podcast 2 gerade was geschafft, das glaube ich auch recht interessant ist. Ich habe mich zweimal überschlagen. War direkt nacheinander oder ja. Im gesamten Rennen? Nein, direkt hintereinander. Ja, das ist gut. Nicht mal Bonuspoints dafür. Weil ich die Abkürzung nehmen wollte. Mit den Tischen und den Stühlen da, weißt du? Ah, eine Sekunde. Oh, immer diese eine Sekunde auf Cash. Das ist schon so ein Traditionsding. Random.org ist interessant. Random.org dachte sich, ihr seid doch jetzt... Und die eine Sekunde hatte ich beim Üben. Random.org hat so gedacht, jetzt habt ihr den neuen HSV, dann brauche ich ihn euch nicht mehr aufzwingen. Nein. Random.org hat sich gedacht, ihr seid doch die ganze Zeit jetzt schnell gefahren. Komm, so, ich gebe euch jetzt den Speedster. Ja, jetzt kommt Speedster. Ich bin heute noch mal ein paar Rennen gefahren. Ich bin keinmal so schnell gewesen wie gestern beim Üben, keine Ahnung. Ich meine, von der Rundenzeit her jetzt. Von der Rennzeit natürlich schon, aber gestern viele Crashes drin, aber von der Rundenzeit nicht ein einziger. Welche Farbe? Rot. Passend zu den roten Palmen, die wir haben. Rote Palmen? Achso, ihr habt wieder so. Ja, wir haben ja rote. Ja. Ich muss aber noch mal kurz mein Lenkrad testen. Hast du die immer noch nicht drauf, Kirsche? Nö, ich mag die. Nee, er mag, glaube ich, er mag wahrscheinlich braune Palmen lieber. Wagen wählen so. Das und wieso habe ich denn. Sorry, kannst du es. Ich war in Gedanken. Ich wollte gerade sagen, ich habe erst Dennis und dann du? Ich habe irgendwie einfach ohne auf Reihenfolge einfach mal klicken, passt schon. Ich denke mir so, wieso sehe ich denn jetzt Kirsches Namen zuerst? So. Dafür fällt Tomate jetzt mit dem Elise. Und dann Tomate. Aber dafür musst du nicht neu starten, den kannst du einfach wechseln. Wechsel. Hast du gewechselt? Okay. Ja, habe ich. Warum ist das denn? Ich wollte auch ein Auto haben. Neustart, wir haben nur 3 Leute. Ich hatte noch nicht ausgewählt, ich wollte warten, bis der Tomete gewechselt hat. So, Steve. Ich dachte jetzt Steve ja schon. Warum hast du einen Vauxhall? Der probiert alle mal durch. Irgendwie kriege ich das heute nicht richtig hin mit dem richtig liegen. Steve, hast du schon jetzt, oder? Ja. Ja, aber du hast einen Vauxhall genommen, so. So, jetzt aber. So, jetzt kann ich auch, ne? Also, so. Wobei, gut, sachlich gesehen macht's auch keinen Unterschied. Ja, ich glaub, ein Park, kein Hase, Unterschiede? Nö, ja, sogar. Irgendwas mit der. Die Gear-Effizienz, die war 0,02 anders. Und irgendwas. Und der, ah ja, und die Fahrt. Haben jetzt alle oder nicht? Ja, starte! Achso. Okay.
Das Spiel hat sich gedacht, zeig mal nicht an, dass Kirsch ein Auto hat. Hat er, also ich hab's gesehen. Ja, mein Spiel hat, glaube ich, nein gesagt. Ich muss mal beim Video gucken. Ja, das geht. Oh, Alter, Stevie, deine Bremse flackert. Die flackert gerade die ganze Zeit. Bei dir ist das, ja, wie als hätten wir Surprise, surprise. Es wäre Weihnachten, ein Weihnachtsbaum oder so. Flackernd. Ich sag da halt nichts mehr zu. Ja. Ey, ich würde echt mal die Bremse auf den Knopf legen. Ich meine, schlechter werden kann es eigentlich nicht. Oh Gott, nee, damit kannst du nicht fahren. Ja, aber so kannst du da auch nicht fahren. Ja, aber das geht erst recht nicht dann. Also ich könnte es nicht. Ey, du musst jetzt hier nicht so wahnsinnig viel bremsen bei HB2, oder? Bei manchen Fahrzeugen nicht. Bei manchen Fahrzeugen doch. Warte mal, irgendeins gab es doch, das funktionierte nur mit Bremsen, war das nicht so? Das war bei NFS 4, glaube ich. War das nicht ein Mercedes oder so? Bei NFS 4 meinst du wahrscheinlich der Gallardo, der geht nur mit Bremsen. Ach nee, du meinst die Handbremse, ne? Alter, fuck you. Und, die ist auch ein Knopf. Alter, lass mich doch! Wir erstmal 10 Kilometer nach oben springt bei mir, war sehr spannend. Alter, ich bin wieder ganz hinten, weil mein Fahrzeug sagt, Gas geben? Ja, wofür? Hier ist ein Rückwärtsgang. Alter, das ist ja unglaublich. Ich will nicht mehr. Vielleicht solltest du für die Zeit echt einen Controller benutzen. Also ich würde jetzt auf irgendwas anderes wechseln, glaube ich. Ja, das macht keinen Sinn so. Entweder Natur oder auf Taste bremsen oder irgendwas. Also ich bin kurz vor einem Alter 4. Ich würde für den nächsten Rennsachen einen Controller benutzen, tatsächlich, bis du das Lenkrad von Jonas hast. Nice 2 mit dem Controller? Ja, aber besser als gar nicht. Ich meine, das ist doch Blödsinn, was du damit immer... Ja. Macht doch keinen Sinn mit dem Teil. Also mit dem Problem, ganz ehrlich, glaube ich, dass du mit dem Controller besser zurande kommst als mit dem Lenkrad. Das glaube ich auch. Ja, und ich wundere mich schon die ganze Zeit, dass... Weil wenn er ständig so hart bremst, das ist ja unglaublich, dass schon der Rückwärtsgang reingeht, auf der Fahrt. Ich habe mich schon gewundert, dass den Dice 2 nicht mehr besser bist als ich, aber wenn das jetzt wirklich so extrem geworden ist, dann... Ja, seit dieser Woche ist es richtig schlimm geworden. Ja, dann ist es ja kein Wunder, da kannst du ja nicht performen, dann musst du wohl erstmal einen Controller benutzen. Okay. Normalerweise kann man... Tastatur. Normalerweise kann man da Vollgas drüber, warum geht das diesmal nicht? Oh, ich bin auch schon einmal abgeflogen da. Was habe ich jetzt was habe ich da jetzt so falsch gemacht? Wie gesagt, schaut euch mal einfach diesen Renntag an, dann seht ihr das. Man sieht es auch von hinterherfahren. Alter, das ist halt Lirozi so das Problem, dass die Sprünge ihm zu frustrierend sind hier. Was? Das ist mein Problem mit Need for Speed 4 und Nice. Man muss halt eben wissen, wo man abspringen muss und bei denen weiß ich es halt eben nicht. Und die Sprünge hier sind eigentlich alle relativ reproduzierbar. Ja, aber ja, ein bisschen so random. Das hier nicht. Das muss ich auch sagen. Ein bisschen random wirken sie schon. Ja, das ist halt, das kommt halt wirklich darauf an, wo es man recht dieser eine Sprung, man drüber fährt. Das ist immer, wo du abspringst, macht den Unterschied. Erst recht, das ist bei Need for Speed 4 und bei Nice genauso. Ja, aber erst recht dieser Sprung vor Start und Ziel. Aber bei Need for Speed 4, wenn du den Scheiß nimmst, halt nervig, weil bei Need for Speed 4 reicht ein Pixel Unterschied aus und der springt völlig anders und das ist bei HP2 etwas toleranter. Also ich baue nur noch Unfälle, ich will nicht mehr. Es gibt auch hier Mistsprünge, also der, was ist denn das jetzt, Wine Country oder sowas, wo man da bergauf, nach dem U-Turn bergauf diese zwei Hüppel hochfährt, da kann man auch gewaltig abfliegen. Ja, dass der da eben bei dem Berg, ich habe sogar noch leicht abgebürzt, was man normalerweise nicht muss, und trotzdem ist der da abgeflogen, das war jetzt auch ein bisschen merkwürdig, aber naja. Ja, der hier geht auch zu den lästigeren Sprüngen, das stimmt auf jeden Fall. Ihr habt gar nicht so einen Renngegner da wie sonst immer. Ach, naja, ich sehe den Diemel schon direkt hinter mir, so ist es nicht. Ich renne. Ja, das Problem ist, dass der Sprung mich abgefuckt hat. Welcher Renngegner? Alter, wieder die Abkürzung nicht genommen. Ja gut, jetzt kann ich es nicht mehr beurteilen, weil ich euch jetzt aus den Augen verloren habe, aber... Ja, aber das lag wegen dem Sprung. Ich habe da sogar schon abgebremst und trotzdem hat er dann... Naja, und davor warst du vorne, ne? Ja. Aber der hat halt ein Flugzeug gemacht. Ich bin so kurz davor, diesen Renntag zu Ragequitten.
Das habe ich gerade nicht so verstanden, warum, weil normalerweise geht er sogar Vollgas, aber ich habe extra auf Sicherheit vorige Runde gemacht und er fliegt ab. Du könntest ja bei so den machen, Pedalen dass du noch nachfährst oder so in 2C2. Ja, mit den gleichen Pedalen nachfahren macht keinen Sinn. Nee, natürlich nicht. So, bitte Sprung. Töte mich diesmal nicht. Ja, ist aber nicht hängen geblieben. Na, diesmal dann mich in Ruhe gelassen. Diesmal war extra smooth stattdessen, eigentlich nur ein bisschen sehr hoch, aber dann bin ich halt vor die Palme geflogen. Weil eigentlich hilft das immer, schräg über den Rasen zu fahren, dass man nicht abzieht, aber... Gut, aber normal bremse ich da auch und mit dem Auto dachte ich mir halt mal, ja, flat. Ja, normalerweise geht das auch, aber das traue ich mir nicht. Ich bremste immer, auch mit dem Opel. Viking! Viking! Wann bremst ich nicht? Selten mit deinem Pedal. Du hast ja keine Wahl, aber... Jetzt habe ich die Abkürzung nicht genommen, weil ich die Zentimeter zu weit links oder so. Ich habe gerade den Moment, ich will nicht mehr. Es hat bestimmt der TÜV eingebaut, weil er sonst nicht verkehrssicher ist, der Wagen. Er hat nämlich bestimmt gebraucht, total verschlissen irgendwo her. Und dann hat der TÜV gesagt, ja, wenn du mit dem weiterfahren willst, musst du aber ab und zu abbremsen. Weil sonst könnte es sein, dass er auseinanderfällt. Und jetzt hast du den Salat. Hättest du dir mal einen Neuwagen geholt? Welchen Salat genau? Alter! Was genau? Die hat eben irgendwas mit genau gesagt, was ich nicht verstanden habe. Ich auch nicht. Oh, zwei Crash-Strecken. Das sind kaum noch keine Antwort darauf. Was? Karte ist leer? Was ist los, Kirsche? Ja, ich bin gerade zweimal, ich weiß nicht, unmotiviert abgeflogen. Keine Ahnung. Kannst auch gerne motiviert abfliegen, aber ich auch kein Problem. Wie geht das? Weiß ich nicht. Boah, mach hier keine Scheiße. Wie kann man denn motiviert ab? Ja, vielleicht wenn man quasi versucht, eine neue Bestzeit rauszufahren oder so, dann muss man halt was riskieren. Wenn man dann abfliegt, dann hat es ja wenigstens irgendwie... Ja, dann weiß man warum. Ja, man kann ja als Beispiel Underground 2 nehmen, da ist man motiviert, die Wände mitzunehmen, weil das schneller da ist. So viel Wallride wie in Underground 2, das ist... nee. Also, ganz ehrlich... Ich weiß, was ich in Underground 2 hasse. Diese Scheiß... Ey, du fährst gegen ein Fahrzeug und machst erstmal einen 10 Milliarden Überschlag. Ja, das ist richtig heftig, die Unfallwirkung. Das hab ich so bescheuert gemacht. Boah, das fuckt mich aber so richtig ab. Ich hab in den Videos gesehen, das Wallriding da... Nee, da weiß ich wieder, warum ich Underground 1 lieber mag. Weil das ja bei Underground 2 richtig schlimm ist. Und dann haben sie danach hier Most Wanted gemacht und dann machen sie das genaue Gegenteil davon. Fahr Underground 2, fahr mal gegen ein Fahrzeug, du machst keine Ahnung was für ein fucking Überschlag. Als wäre dein Fahrzeug nur ein Kilogramm schwer. Andersrum wäre lustiger gewesen. Ja, also nicht so ganz, aber bei Most Wanted haben sie es dann ja wieder komplett übertrieben, dass sie die Unfallwirkung so gering haben. Ja, außer die LKWs, ne? Die sind schon, aber trotzdem, sonst hast du ja sowas von keine Unfallwirkung. Es ist der Wahnsinn. Das ist auch das komische, ne? Der LKW, ne? Da passt gar nichts. Der Stein hat WW ausgetroffen. Trotzdem ist es, wer weiß, was für eine krasse Unfallwirkung in Underground 2 ist. Ja. Also, das ist das, was ich so daran hasse. Du berührst noch ein Fahrzeug, ja. Gut, dann überschlägst du dich und stehst plötzlich falsch rum auf der Strecke. Okay. Oh, dann willst du währenddessen drehen, das Fahrzeug sagt, ne? Ah, man rutscht da jetzt so dumm rum. Ja, und halt wie gesagt, muss man das komplette Gegenteil, da fährst du irgendwo gegen und im Prinzip ist es fast egal. Boah, das knapp. Ja, außer du berührst einen LKW. Ja. Dann... Oder man ist halt kurz davor überholt zu werden von der Kombi-KI und hat dann, ein Auto, aber sonst stört das ja fast nicht, wenn man dann einen Unfall baut. Oh, ein bisschen Speed kostet es ja trotzdem.
Ja, schon, aber ist schon recht wenig Unfallwirkung auf jeden Fall. Ja. Was sie bei, die haben sich so gedacht, was sie bei Underground 2 übertreiben, nehmen wir bei Most Wanted drin einfach raus. Das ist doch, das hat EA grundsätzlich so gemacht, ne? Need for Speed 2 überträgt richtig heftige Überschläge in dem Spiel. Gut, aber Need for Speed 3, ja, da passiert fast gar nichts. Da muss schon wirklich ein LKW bei dir reinkrachen, damit überhaupt ein Überschlag passiert. Sieht man bei Need for Speed 2015. So Mittelground finden sie irgendwie nicht. ist doch bei Need for Speed 2015 nicht anders. Handling mehr auf Drifting ausgelegt. Payback, ja, da hast du wieder Standard-Handling. Es macht aber auch eigentlich Sinn. Ich meine, nichts wäre schlimmer, als wenn alle sagen würden, das Spiel ist genau wie der Vorgänger, den brauchst du dir nicht kaufen. Ja, aber wenn sie das so krass vom Handling oder von der Steuerung oder wie auch immer ändern, ist so, ne? Muss man nichts so sagen. Das ist schon richtig. Aber ich finde, eine normale Unfallwirkung kann man schon mal machen. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Strecke, 2 dass die normale Unfallwirkung, das ist es nicht. Im Leben nicht. Der Überschlag, den du da machst, weil du ein Auto berührst, das ergibt doch keinen Sinn. Aber das Rennen läuft besser. Na gut, es gibt bei Panzern gibt es so aktiven Armor, wie heißt das? Aktive Panzerung. Das heißt, wenn da irgendwie eine Rakete oder irgendwas einschlägt, dann die Panzerung explodiert. Das ist Sprengstoff, die Panzerung. Vielleicht haben die da in den Autos bei den Unfällen auch eine aktive Ausnahme. Ja, klar. Würde zumindest erklären, warum das dann so in der Gegend rumfliegt. Man muss ja gegen... Ja, das würde natürlich auch erklären, warum die nicht kaputt gehen. Ja? Und nur die Bullen kaputt gehen. Es ist sowieso komisch. Die einzigen, die wirklich kaputt gehen können, sind die Bullen. Ja. Ja gut, die haben aber... Das Beste ist ja, wenn die Bullen, wenn du in ein LKW fährst und die Bullen davon ausgehen, dass du auch Schaden hast und die dann sagen, ja, das war's dann wohl oder so. Und dann fährst du einfach weiter. Ja gut, aber die Kopffahrzeuge, das ist auch kein wirkliches Lizenzfahrzeug von denen, glaube ich, ne? Den kannst du dir ja keine Ahnung wie zerstören. Ja klar, die sind da keine Lizenzfahrzeuge, ist dieses Thema wieder bezüglich Lizenzen in Rennspielen. Na, ich glaube in dem Moment war es einfach der Grund, weil sie das Paket halten wollten. Ja, aber wenn der Lizenzgeber sagt, nein, wir möchten das nicht, dass das ist die letzte Runde. Ja klar, aber in dem Moment glaube ich, dass es den Grund hatte, dass EA das Paket halten wollte. Das müssen sich das halt richtig, natürlich aber an den halten, was der Lizenzgeber halt natürlich sagt. Ja, das ist halt das, was ich bis heute nicht verstehe, warum die Lizenzgeber sagen, nein, wir möchten nicht, dass das Fahrzeug kaputt aussieht. Es gibt schlechten Ruf. Das ist so ein totaler dummer Grund. Wer sagt denn bitte, nur weil das Fahrzeug, wer weiß, wie aussieht, das heißt, nee, das möchte ich mir jetzt nicht mehr kaufen. Das sieht kaputt so scheiße aus. Tut mir leid, aber nee, das will ich jetzt nicht mehr. Vor allem in Fast Formel 1 oder so geht ja auch kaputt. Bei Formel 1 oder Crew oder Test Drive, da dürfen die Dinger noch nicht mal umkippen. Oh Gott. Es ist so bescheuert, deren Regelung. Die ergeben doch von vorne bis hinten keinen Sinn. Jetzt nur mal so, du fährst es? Du siehst, das Fahrzeug geht kaputt, dann sagst du dir gleich, nee, das möchte ich jetzt nicht mehr fahren, das sieht so cool, oder wenn das kaputt ist, sieht das so aus? Nein, im Leben nicht. Also, sorry. Diese Regelung ist so bescheuert. Da waren ein paar Stellen, die waren nicht ganz so effektiv gefahren, da geht auch mit 2,35. Ja, ich hatte auch ein paar Stellen, die ich aktiv 3,2. Nennt sich Runde 1 bis 4. Aber es stimmt schon, ich kann mir auch vorstellen, dass die das bei Most Wanted gar nicht wollten, dass das kaputt geht. Ja, wollten sie nicht. Das nein, soll grundsätzlich, ja, sein. Grundsätzlich Spiele, wo du Lizenzfahrzeuge hast, da kannst du locker von ausgehen, die Fahrzeuge gehen nicht kaputt. Wobei, ich glaube, bei Pro Street können die kaputt gehen, oder? Perfektes Beispiel ist The Crew 2. Du hast ja nicht mehr umkippen. Nein, aber du hast in The Crew 2 ein Spielmodus, der nennt sich Destruction Derby. Okay. Und was ist es? Das sind Marken, die kennst du nicht. Die gibt es so nicht. Die Fahrzeuge gehen komplett kaputt.
Du ja, aber wenigstens haben sie da solche Autos genommen, statt dass sie den Spielmodus ganz weggelassen haben. Aber dann hast du sowas wie einen Rundkurs. Was hast du? Du fährst einen Mercedes, einen Ford, einen Ferrari, einen Lamborghini. Und was ist? Du baust da, wer weiß, was ein Unfall das Fahrzeug sieht aus, als wenn nicht was passiert. Weil die bei Crew ja noch nicht mal umkippen dürfen. Wie willst du dann das Traction Derby vernünftig machen, wenn die nicht mal umkippen dürfen? Das passiert beim Destruction Derby, glaube ich, aber. Ja, siehst du? Weil sie da keine Lizenz und Zeug haben, dürfen sie auch wieder umkippen. Es ist trotzdem traurig. Es ist traurig, richtig traurig, ja. Ich habe mich nämlich immer gewundert, wieso haben die das so gemacht, dass die Autos nicht umkippen dürfen? Lizenz! Ja, das habe ich dann auch erfahren irgendwann. Und da war ich echt dumm, einfach nur wow. Grundsätzlich ein Rennspiel, wo du Lizenzen drin hast, weißt du es safe. Ja, Fahrzeug überschlägt nicht, Fahrzeug geht nicht kaputt. Vielleicht kannst du noch nicht mal Punkte, weil das der Ferrari ist doch das perfekte Beispiel. Hast du ein Rennspiel mit, wo eine Ferrari ist? Wie viel darfst du da tun? So gut wie nix, weil Ferrari das nicht will. Und er hat mit 2,35 gefahren. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es in den ganzen Tuning-Spielen keine Ferraris gibt, oder? Hat nicht Forza? Und die Crew 2 hat sie gesehen. Aber ein ASAC-Rekord war es für mich, aber an Kirsche komme ich natürlich nicht ran. Ich will nichts gegen Ferrari sagen, zumindesterweise, aber so manche Vorgaben ergeben einfach keinen Sinn. Nee, natürlich nicht. Mich wundert generell, dass die da Lizenzen für die Spiele da teuer verkaufen, anstatt dass sie sich freuen, dass da kostenlos Reklame gemacht wird. Ach, jetzt kommt die totale Scheiße. Welches Fahrzeug war das? War das vielleicht? Die totale Scheiße. Welche waren das jetzt mit der Scheiße? Ja. Also, welchen Skin müssen wir denn jetzt nehmen? Keine Ahnung. Freundlichen da oder was? Ich glaube, freundliche, ja. Dass er vorher nicht da war. Ich glaube, das über dem roten. Ja, keine Ahnung, welches vorher nicht da war. Das müsste der sein. Bin ich dran, ich bestimmt, ne? Ja. So. Haben wir jetzt alle die totale Scheiße? Ich will's offen. Also bei mir sieht's gut aus. Bei euch normal aus. Nee, meine sieht auch normal aus. Oh nein, die falsche Farbe genannt. Ja, das ist da. Also haben wir nicht die totale Scheiße. Wollen wir doch bei euch starten? Nee, das Auto ist die. Das können wir machen von mir aus. Ja, aber es bringt ja nichts. Wir müssen erstmal rausfinden, was es ist. Es bringt jetzt nichts darauf, neu zu starten und jede Farbe zu testen. Es ist das andere bräunliche da. Nein, au! Okay, alle sind außen gefahren, das ist genau, okay. Nee, Kirsche nicht. Ich wollte schon sagen, Kirsche. Ich bin kein Maßstab für heute. Ich wollte doch sagen, Kirsche wird doch normalerweise immer die Folterabkürzung. Jetzt haben wir alle den falschen genommen, oder? Ja, alle den gleichen falschen. Sieht auch hier auf der Karte gar nicht mehr so braun aus. Sieht irgendwie so gräulich fast aus. Ja. Ja, Farbe halt keine totale Scheiße. Doch, Farbe doch, trotzdem doch, noch. Es ist Farbe nur trotzdem falsch beschriftet. Ja, so gesehen ja. Oh, hier den fünften gebraucht, hätte ich nicht gedacht, okay. Ich weiß nicht, ich hänge hier im fünften und es fühlt sich fürchterlich an. Ja, aber ich hatte 216 festgesteckt. Okay, die Geschwindigkeit weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Einer? Ja, aber das Auto, das hat auch ab dem fünften Gang keine Motorleistung mehr. Also das ist normal, dass sich das schrecklich anfühlt. Ne? Also Nein! Okay. Ist halt total scheiße. Ab fünften Gang ist die Motorleistung komplett weg. Geht da nichts mehr. Boah, echt, da kommt gar nichts mehr, ne? Ich hätte vielleicht die letzte Kurve noch mit dem vierten fahren sollen. Da kommt echt. Ich finde übrigens witzig, ich bin falsch gefahren, die Abkürzungen bei der PlayStation-Version seht ihr auf dieser Strecke. Ja, ist das Spiel halt unfinished. Ganz klar. Weil die Strecken werden da safe gekennzeichnet. Mein Schiff hat ganze Arbeit geleistet. Ja, ich bin auch rausgeschoben. Ja, beim HSV kann uns der Fehler nicht passieren, weil da ist es blau. Da gibt sich das auch nur ansatzweise aus. Oder gelb, gehe ich mal von aus. Oder gelb, aber gelb gibt's sowieso nicht. Also, ich glaube, blau und gelb können wir noch von den anderen Farben unterscheiden, die es gibt. Na, wer weiß. Ja, vielleicht sollte man hier, keine Ahnung, mal genauer gucken, wie das halt ist. Ne? Jetzt fahren wir nicht den Custom Skin, das ist scheiße.
hättest das vielleicht mal so umsortieren sollen, dass der Standard-Skin dein Ding ist. Oder du da, keine Ahnung, falls du den Punkt irgendwie sagen kannst, hier von wegen, das Pink ist das oder I don't know, so, weißt du? Das ist theoretisch sogar möglich, das kann ich sogar so machen. Nee, einfach umsortieren, dass die Standardfarbe, ja, deine Farbe, dein Ding ist. Das kannst du ja umsortieren. Hast du eigentlich so wie Kirsche da auch ein Copyright drauf gesetzt? Nee, Kirsche Skin heißt ja immer, von wegen Design by Kirsche oder sowas? Colored, ja, also eingefärbt. Weil designed habe ich da gar nichts, ich habe nur Farben geändert. Ja, aber so irgendwas steht auf dem Kennzeichen immer. Auf der Stoßstange, auf dem Kennzeichen, genau. Ja, bei der Kanix-Version habe ich Kanix Version 2 Tomate, das habe ich da drauf geschrieben, aber... Mach das doch beim HSV auch. Ja, beim HSV habe ich das ja gemacht, bei der Kanix-Version. Ich meinte den mit dem HSV-Skin dann jetzt. Ach so, ja, das kann ich doch machen, ja. Bei dem ist total langsam mit dem Auto. Ich denke mal, schön ist es jetzt nicht auf die Kennzeichen. Alter, ich fahre die ganze Zeit falsch. Ich kotz ab, Alter. Beim TS50 steht totale Scheiße auf dem Nummernschild. Da bin ich jetzt ganz schlecht durchgekommen, weil er sich vor der Kurve noch gedreht hat. Könntest du bei Kanix ja den Joke hinschreiben? Kanix. Es ist halt ein Schild. Ja, es ist immer die gleichen Ziele, muss ja auch nicht sein. Das Gewicht, das schaukelt sich halt überall hin, ne? Da kannst du nichts machen. Weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber bei der KX-Version steht auch drauf, was du die falschen Reifen da fährst, du so Scheiße. Ja, das ist ja gerade das Lustige daran. Und Eddie ist drauf. Eigentlich müssten wir KX bei jedem Fahrzeug haben. Dann kann Tomate sagen, ich fahre weiterhin KX. Ja, aber ich will nicht immer Geld nehmen hier. Kurve rumzukommen, ist auch eine Kunst für sich. Warte mal, ist dein Discord-Status nicht sogar? Hast du die falschen Reifen drauf? Aufgesetzt. Oder fährst du so scheiße? Ja, ja. Und da hat die Kirsche mit. Ich meine, das ist dann da, dein Discord-Status sogar. Ja, ja. Ist ja auch mittlerweile so ein Insider geworden. Wenn ich mal der rückwärts überholt, ne, ist es meine Oma. Fünf. Ja, ich auch. Ich dachte, wir könnten mal vergleichen, was besser ist. Ich wollte hier nicht schalten, weißt du? Ich weiß auch nicht, ob es jetzt vorher oder nachher besser ist. Ich auch nicht. Besser jetzt unterschiedlich gewesen wäre, hätten wir es gesehen, aber... Schiff ist das ja so eine Sache. Da kann man sich nie sicher sein bei so einem Schiff. Ist aber auch ein Schiff, du meine Güte. Boah, dass die Leitplanke das aushält. Ah, die ist stabil. Wobei, ich glaube, heute ist das gar nicht so schlimm, das, weil ich die KDX-Version fahre. So wie das Ding sich dagegen lehnen muss. Die totale scheiße Version. Eigentlich ein Wunder, dass Wende.org uns nicht den HSV gegeben hat. Ja. Aber so viel Zeit das Schicksal, wenn man mal wollen, dann kriegen wir nicht. Ja, dafür haben wir halt das Ding hier gekriegt. Ja, und trotzdem fahren wir den Custom-Skin nicht. Oh, du holst aber aus, ne? Gott, das will. Wo willst du denn hin? Er hüpft da auf einmal ganz komisch. Ach so. Ich dachte, du wolltest einen Waldspaziergang machen. Ja, wollte ich auch, aber erst nach Start und Ziel. Ich komme. Einfach nicht genug Schwung gehabt. Wenigstens ist die Hupe noch vernünftig, nicht so gut beim Ferrari. Oh, 1,43. Oh Gott, Schiff! Tu's nicht! Bleib hier! Das Schiff macht mir Angst, oder? So wie sich die Aufhängung gegen die Leitplanke neigt bei dir, ne? Bin ich wirklich, muss ich wirklich sagen, respektabel, stabil gebaut, da die Leitplanke. Wer auch immer das geschweißt und geschraubt hat, ja.
könnte fast sogar zu Hauptgast fast passen. Das ist ein Song von Painkiller. Bitte? Das ist ein Song aus Painkiller. Ja, man könnte fast reinpassen, oder nicht? Prinzipiell schon, ja. Die Lieder auf der PlayStation-Version sind nicht gleich. Bei Meme habe ich heute auch bei so einigen Lieder gedacht, Mensch, warum haben wir das nicht eingebaut ins Spiel? Ja, als ob die für die PlayStation nochmal neue Lizenzen für Songs. Naja, wenn sie das ganze Spiel verändern, würde mich dann nichts wundern, ganz ehrlich. Also, sorry, aber wenn du dir die PlayStation-Version und die PC-Version anschaust, mich hätte es nicht gewundert, wenn das auch noch andere Lieder bekommen hätte. Das kostet ja Geld. Die PlayStation-Version hat auch Wüstenstrecken und so, ne? Ja, eine komplette Streckenmap mit Streckenkarte mit drin. Und neue. Oh, die Reifen, ne? Oh. Und halt auch detailtechnisch. Die brauchst du nach der Runde nicht mehr. Nee. Detailtechnisch auch nochmal eine komplette Änderung, so heißt. Ja. Wie gesagt, eine der Abkürzungen hier auf dem Bereich. Fällt dir das HSV-Problem mit Reifenverschleiß vor? Hätte zum Beispiel so Feuerwehrfahrzeuge, die versuchen, den Wald zu löschen. Achso, den Waldbrand. Ja. Ja, das sieht so cool aus. Ist mal ernsthaft. Das ist alles voller Nebel und sieht überhaupt nichts. Das mit den Feuerautos, das sieht geil aus. Hat man bei mir gesehen, ja. Glaube ich. Oder war das auch in den anderen Videos, die ich habe programmiert? Mit das sieht richtig cool aus. Und bei dem anderen Video auf der National Forest Strecke, da sieht man auch wirklich auf dem Boden eine Spiegelung, weil es da nass ist. So sieht richtig cool aus. Oh ja, da ist richtig, richtig viele Features. Da ist verdammt halt, ne? Viel mehr Detail drin. Ja, viel mehr Features, viel mehr Detail in der Grafik. Es ist echt traurig, dass das hier alles fehlt. Das sieht halt so geil aus, wie das da brennt und die Feuerwehrautos das da löschen. Das sieht so cool aus, mal ganz ehrlich. Und hier ist einfach nur, ja, nix. Man das ist die letzte Runde. Bäume. Ja. Und Bäume. Hier ist eine Brücke. Ja. Anfängliches Spiel hier. Wie gesagt, also ich kenne die PlayStation jetzt auch nicht wieder in den Dicken oder so. So viel fehlendes Potenzial. Selbst das Physikmodell ist unfinished. Weil da sind einige Sachen, die in der Exe drin sind, die in der INI aber nicht nie benutzt wurden. Also selbst die Physik ist unfinished in dem Spiel. Umgekehrt, in der INI sind sie benutzt und in der Exe, also in dem Renderer fehlen sie. Nee, die in der Exe existieren die Sachen, aber in der INI wurden sie halt nie benutzt, weil sie eben halt keine Funktion haben. Das ist ja umgekehrt, das sind da irgendwie Sachen, die man einstellen kann, die keine Funktion halt nichts machen. Wieso fahre ich die Abkürzung jetzt nicht? Wie gesagt, es sind Sachen in der Datei drin, das war geplant und was nicht. Wie war das mit Scheinwerfern und bla und so ein Kram? Das Physikmodell sollte ursprünglich noch erweiterter sein. Tag, ja. Nacht hat die PlayStation nicht. Die PlayStation hat nur sonnig oder bedeckt. Ja, ja. Aber hier sollte es auch Wetter geben. Hat ja, das alles nicht ins Spiegel geschafft. Gibt doch Wetter, genau eins. Bedeckt und sonnig, ja. Hatte die PlayStation bekommen. Ja. Ja, PC sollte sogar Wetter haben, aber. Ja. Hat es halt alles nicht ins Spiel geschafft. Also die Version hätte toll werden können, wenn sie eben mal das Spiel fertig gemacht hätten. Ja, die PC-Version ist sogar schlechter damals bewertet worden als die PlayStation-Version. Ja, wundert mich nicht. Gesehen. Eigentlich gibt's ja die ganzen Features in der Beta-Version, die waren halt nur so schlecht, dass sie wieder rausschmeißen mussten. ...1,42 fährst du mit dem Schiff, okay? Das Beste ist ja, die PlayStation-Version hat ja drin... Ja, auch du hast einen neuen Rundenrekord geschaffen! Sagt der Typ! Was hat die PC-Version? Das aber ist gut. Deine letzte Runde. Bei den meisten... Also bei vier Rennen hab ich, ja... ASAC-Rekord gebrochen, also... Ne? Ne, Dennis, mein Video? Wie oft hat der Typ mir gesagt, ich hätte hier einen Rundenrekord gebrochen? Was sagt die PC-Version? Nein, gar nichts? Ja gut, die PlayStation hat keine Rundenrekorde. Also es sei denn von diesem einen Rennen halt. Ich meine aber, da gab es weitere Audios halt auch zu. Und da ist plötzlich noch eine Frau, die mit einem redet, was auf der PC-Version nicht ist. Du hast da zwei verschiedene Autostimmen. So,
BMW M5 war das jetzt, ne? Ja, aber, leider. Ja, kommt der doch noch so schnell. Der ist mir lieber als das Schiff. Ja, gut, das ist aber auch keine Kunst. Ist aber auch ein scheiß Auto. Wir haben nicht fast mit 1 Musik. Keine Ahnung, Saki, Kaskas? Ja, das war der Typ, der die Musik komponiert hat. Und es ist halt nicht fast mit 1 Musik. Mut 99 steht da. Also in Klammern noch 05, aber das Audio hier sieht nicht sein. Gute nicht fast mit 1 Musik. Was irgendwie Multiplayer kann, wie ich von dir erfahren habe. Ja. Aber durch dieses... hat das sogar in Windows zu laufen bekommen, dann kannst du... Aber durch diese ganze DOS-Kacke habe ich keinen Bock auf den ersten Teil. Need for Speed 1 geht Multiplayer? Ja. Ja, aber läuft doch auf diese DOS-Box-Kacke da. Ja, gibt es auch eine Windows-Version, aber das ist 16-Bit, da brauchst du halt eine virtuelle Maschine da. Aber da hat mir gut jetzt hinbekommen, sogar darüber laufen zu lassen und dann hast du TCP statt Modem und mit TCP hast du noch 8 Spiele und dann meinst du mir gut ja auch, dass der Input-Lag dann weg ist. Aber da braucht man wahrscheinlich auch wieder irgendein VPN, oder? Das sowieso. Sag mir mal eins, der ältere Need for Speed Teile, wo du kein VPN brauchst oder so ein Kram. Ja, alle brauchst du keinen, außer bei... Ja, über Need for Speed 1 könnte es sein, wegen der virtuellen Maschine jetzt, aber... Aber sonst können alle Need for Speeds doch ohne VPN. Selbst Need for Speed 2 kannst du ohne VPN spielen. Komm nicht um die Ecke, du packst Need for Speed 1 in unseren Renntag mit rein. Das hat zu wenig Content dafür. Was auch klar ist, weil die Festplatten damals klein waren, aber... Nein! Ja. Aber es ist nicht. Halt... Es ist halt, ja, zu wenig Content. Heißt, dass man das für die Ewigkeiten spielen kann. Das war der erste Need for Speed Teil halt, mein Gott. Ja, es war Festplattengründe, ne? Die Festplatten waren ja damals sowas von klein. Da kannst du nicht so viel Content bringen. Ich habe gestern mal meinen Schrank mit alten Computerkrams ausgemistet. Mhm. Hab dabei eine 4,5 GB große IBM-Festplatte gefunden. Und dachte mir, bevor ich sie wegschmeiße, guckst du doch mal in eBay, ob man die verkaufen kann. Mhm. Und die hat tatsächlich vor kurzem ist die ein paar Mal verkauft worden für 70 bis 100 Euro. Ja, kann man machen. Wobei die hat es glaube ich auch mal. Ist eine SCSI-Platte, vielleicht ist deswegen die hier noch irgendwie interessant, keine Ahnung. Ich glaube, für eine IDE-Platte würdest du kein Geld mehr kriegen. Muss ich echt mal gucken, ob ich die noch irgendwo ins Laufen kriege, dass ich den Quatsch drauflöschen kann, runterlöschen kann, der drauf ist, und dann stelle ich die über eBay ein. Manche nehmen das halt für Retro-PCs. Manche stehen ja so drauf, einen echten PC zu haben. Auch wenn es auf neueren läuft. Was ist das denn für Musik? Was für ein Chor haben wir denn da? Das dachte ich. UT 2004 steht da auf jeden Fall. Achso, ja gut, dann war das auf einer Map. Habe ich dann keinen Einfluss drauf, muss ich das mir mal notieren, das Teil. KRO Jesu. Okay. Das war dann auf einer Custom-Map von UT 2004 drauf, das Teil. Okay, muss ich mir notieren, nehme ich raus. Das gefällt mir auch nicht. Nimm einfach alles Stern Jesu raus. Da aber ein paar Sachen dabei, die dir gefallen. Ich hab ja gewonnen. Ach verdammt, ich dachte, der merkt's nicht. Oh, das ist so selten hier. Aber der Rentner ist eh vorbei, soweit ich weiß, ne? Dann sind wir auch von dem Song erlöst.